Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lahn, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Drachenrennen-Achievement und zwar wollen wir uns hier das Achievement, der Smaragdgrüne Traum, umgekehrt und zwar nicht nur Bronze, sondern Silber und Gold auch noch holen. Heißt, wir fliegen alle 6 Rennen im Smaragdgrünen Traum auf Gold. Und dazu bin ich schon einmal hier beim ersten Spot auf den Koordinaten 58, 28. Und ja, das ist ein bisschen weiter oben, wie ihr hier seht. Und dort wollen wir einmal loslegen mit dem ersten umgekehrten Rennen. Beziehungsweise Rückwärtsrennen. Umgekehrt sind ja die anderen, also Rückwärtsrennen. Sudala, Try Nummer 2. Eben bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, muss ich gestehen. Also am Anfang erstmal hochfliegen, dann speeden. Komm, speeden wir nochmal rein. Übrigens diese Extra-Fähigkeiten, die man noch freischalten kann mit dem zusätzlichen Elan aufladen, die kann man hier nicht benutzen. Das habe ich jetzt eben schon mal ausprobiert. Das scheint leider nicht zu gehen. Anscheinend in den Rennen halt deaktiviert. Was ein bisschen schade ist, wenn man sich die schon extra holt, ne? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch mitgenommen habe. Das war jetzt knapp, ne? Habt ihr gesehen, da war noch seitlich so ein grünes gelegen. Zwischendrin haue ich immer ein bisschen Delfinflug noch rein, ein bisschen Speed aufzubauen. Machen wir hier auch gleich nochmal. So, über das eine bin ich jetzt gerade ein bisschen hinausgeschossen. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir das ein bisschen besser machen. Nur arg viel Elan über. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen was rausballern. Oh, hat das für Gold gelangt? Ja, hat gelangt. Okay. Ich fand jetzt rückwärts fast einfacher als den vorwärts fortgeschrittenen Modus. Wunderbar. Dann weiter zum nächsten. Sudala, wir sind am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 37, 44. Und dort machen wir jetzt einmal das umgekehrte Rennen. Ich habe die Hoffnung niemals. Dann schauen wir mal, ob das was wird. Gleich auf den ersten Try. Einmal nach oben und dann den Vorwärtsflug. Und dann machen wir Delfin rein. Und nochmal. Und nochmal. Und unten durch und dann nach oben. Und nochmal Delfinen. Vorwärtsspeed. Ah, wir haben relativ viel Elan. Nochmal Vorwärtsspeed. Hier kann ich jetzt vielleicht nochmal ein Delfin-Manöver machen. Und hier auch. Vorwärtsspeed. Dann einmal Delfin-Manöver. Hier noch. Das war knapp. Vorwärtsspeed. Nochmal. Delfin-Manöver. Na, ich weiß nicht, das hat da jetzt nicht so viel gebracht. Hier nochmal. Nochmal. Darf nirgends hängen bleiben, ich sag's euch. Nochmal Delfin. Jetzt hier mal Vorwärtsspeed. Delfin. Nochmal ein Delfin. Hier nach oben. Nach oben. Oh shit. Wieder ein Elan über. Naja. Aber es passt. In einer Goldzeit. Wunderbar. Gut, dann zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar auf den Koordinaten 32, 48. Und dort fliegen wir jetzt das Rückwärtsrennen hier. Rückwärts fortgeschritten ist das. Mal schauen. Der Vorwärtskurs, den ich eben geflogen habe, das war schon nicht ideal. Mal schauen, dass wir das hier vielleicht ein bisschen besser machen. So, vielleicht ein bisschen rein, Delfinen. Einmal ein Speed. Das ist nicht eher Zeit kostet, wenn ich denn hier auf Krampf versuche, einen Delfinflug zu machen. Na komm, machen wir hier lieber einen Vorwärtsspeed. Hier können wir wieder einen Delfinflug probieren. Da würde ich sagen, machen wir es auch mal. Mal lieber nach vorne. Wie viel Elan habe ich? 3. Na komm. Speed rein. Hier machen wir wieder ein
Delfinflug. Da auch. Hier können wir es auch probieren. Oh shit, da müssen wir nach oben. Ja, das hat, weiß ich nicht, das war jetzt irgendwie nichts. Das hat mich eher Speed gekostet. Okay, jetzt bredeln wir einfach durch. Ich habe noch 3 Orbs. Egal, die hauen wir raus. Gut, da habe ich sogar zu viel gespart. Da hätte man noch wesentlich mehr raushauen können. War knapp, aber es hat gereicht. Ein schlaues Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So rum ist der Spruch. So, dann sind wir auf dem nächsten Spot. Und zwar auf den Koordinaten 35, 55. Und wir fliegen jetzt hier die umgekehrte oder Rückwärtsstrecke so rum. So, Try Nummer 3. Pardon, ich wollte schon 2 sagen, aber ich bin einmal in dem Baum hängen geblieben, wo ich sage, ja, das war gerechtfertigt. Und eben bin ich an so einem, ja, was war denn das, vielleicht ein Strauch, ne? Der hat mich ausgebremst. Ganz schön belastend, ich sag's euch. Ich baller jetzt hier nur mit dem Vorwärtsschub durch. Das hat, war nämlich bei der fortgeschrittenen Strecke eben auch schon the way to go. Und ich vermute mal, dass wir hier, wenn wir denn nirgends hängen bleiben, damit auch den Erfolg einfahren können. So, hier an dem Busch bin ich eben hängen geblieben. Und das Mal davor bin ich hier an dem Baum hängen geblieben. Weißt du, aber manchmal kannst du komplett durch die Bäume durchfliegen, macht gar nichts. Und manchmal bleibst du an einem kleinen Busch hängen. Versteh's auch nicht. Weiß jetzt nicht, ob das gereicht hat. Bronze, Silber und Goldzeit haben wir auch. Wunderbar. Wenn du nirgends hängen bleibst, dann läuft das auch. Dann sind wir jetzt auf den Koordinaten 63, 87. Und dort wollen wir jetzt das fortgeschrittene Rennen auf umgekehrt bzw. rückwärts fliegen. So, dann hoffentlich gleich erster Try. Eben im Vorwärtsrennen bin ich blöd wo hängen geblieben. Wollen wir jetzt mal nicht wiederholen. So, dann machen wir jetzt hier einmal rein Delfin. Dann Vorwärtsspeed. Nochmal Vorwärtsspeed. Oben. Dann nochmal Delfinflug. Hier auch. Dann geht's nach oben. Nochmal. 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 Ein Vorwärtsspeed. Nach oben. Nochmal. Und nochmal. Und weil es so schön ist, noch ein letztes Mal. Und dann direkt nach unten. Schub. Und dann delfinen wir hier nochmal. Hier auch. Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin an dem Ast hängen geblieben bin. Machen wir einmal Schub. Und nochmal. Mal den Schub rein. Ich habe jetzt einiges an Elana, können wir gut rausbredeln. Gut, wie lang ist die Strecke nicht mehr? Mal das hochfliegen. Upp. Nochmal. Dann schauen wir mal ins Ziel und Bronze, Silber und Gold müsste auch mit dabei sein und ploppt's auf. Ja, da ist es. Juti, und zum nächsten. Dann sind wir am letzten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 69, 52 und wir wollen jetzt einmal die fortgeschrittene Rückwärtsstrecke fliegen. So, Try Nummer 2. Dann machen wir den Vorwärtsspeed hier an und direkt nochmal. Und noch ein drittes Mal, weil es so schön war, um ein bisschen Grundspeed aufzubauen. Jetzt muss man gucken, ich muss nur 1-2 Sekunden rausholen, die ich eben zu langsam war. Vielleicht muss ich doch ein bisschen Delfinflug einsetzen. Schauen wir mal, aber dass wir da bleiben. Alle 2-3 Sekunden den Vorwärtsschub. Vorhin waren wir ein bisschen langsam. Komm, jetzt tun wir hier mal das nach oben fliegen einsetzen. Schuben wir hier noch ein bisschen rein. Noch hier nach oben fliegen, dann wieder ein bisschen Vorwärtsschub. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Elan über als vorher, ne? Vorhin bin ich gerade ein bisschen,
knapp mit Elan auch aufgestellt gewesen. Ich meine, das war schneller diesmal. Ja, das hat gereicht. Wunderbar. Knappe 2 Sekunden drunter. Und damit haben wir auch das Achievement fertig. Und dann gibt es auch, wenn ihr quasi fortgeschritten vorwärts habt, auch noch ein Meta-Achievement in Anführungszeichen, wo es dann den Titel gibt. Traumrennpilotin heißt es. Und ja, falls ihr den normalen fortgeschrittenen Modus noch sehen wollt, da habe ich auch schon Video-Guide für aufgenommen. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, als mich zu verabschieden. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.